Frau Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, und auch überlegt, ob ich jetzt nachher neu darüber was sage oder nicht, und möchte schon noch mal zwei Punkte sagen. Sie haben ja noch mal ganz gut auf den Punkt gebracht, was quasi das erste Ziel ist bei diesem Bebauungsplan, nämlich das wirtschaftliche Interesse und dass es wirtschaftlich getragen ist. Wenn man sagt, ist denn nicht das eigentliche Ziel, dass man da denkmalschutzmäßig dieses Hotel, das man da schützt, weiterentwickelt, und mit Entwicklung meine ich nicht zubauen, ist nicht das eigentliche Ziel, dass man einen kulturellen Ort in der Innenstadt erhält, ist nicht das eigentliche Ziel, dass man das Hugenottenhaus erhält. In diesem Moment, mit diesem Bebauungsplan, finde ich, ist es ein Gegensatz, weil durch den Bau des einen wird das andere regelrecht dezimiert, also da ist nicht mehr viel Platz. Ich bin gespannt auf Ihre Pläne. Ich finde, man hätte es vorher vielleicht auch mit einer Ortsbegehung mit den Anwohnerinnen, nicht nur von der Perle, sondern vom Eckstein, vom York. Also das ist halt ein Ort, der ganz viele Menschen betrifft. Und dann hätte man ja auch überlegen können, was sind denn dafür vielleicht Lösungen. Aber wirtschaftliches Interesse zuerst. Das ist halt ein Problem in diesem System auch einfach. Aber das werden wir nicht an dem Bebauungsplan lösen. Der zweite Punkt ist gerade auch nochmal angesprochen worden. Das, also so als müsste man dann so wahnsinnig dankbar sein für eine Zwischennutzung. Und natürlich ist man das in jedem einzelnen Fall, wenn man sowas nutzen kann. Aber genau das ist doch das Problem, wenn man keine dauerhaften Orte hat, dass man dann jemanden finden muss, der gnädig ist, weil er sein Eigentum für eine Zeit lang überlässt. Das ist doch ein Grundproblem der kulturellen Entwicklung in dieser Stadt. Es macht doch vor allem deutlich, es wäre einfach heute, es ist ein später Zeitpunkt, um zusammen ins Gespräch zu kommen, und ich finde, man kann es vor einem Ausstellungsbeschluss machen, wo man auch gemeinsam Ziele festlegt. Und dass so viele aus der Zeitung darüber erfahren haben, ist, finde ich, nicht schön. Klar kann man sagen, wäre es nicht die Aufgabe des Eigentums gewesen, wäre es die Aufgabe der Stadt gewesen, wäre sowas am Zug. Sie sagen, eine Bürgerbewegung soll vorsichtig sein, ob sie nicht nächste Eigentümer verschreckt. Ich sage Bürgerbewegung oder Bürgerinnenbewegung, das ist Teil von Demokratie, und es ist toll, wenn so viele interessiert sind, was an diesem Ort passiert. Und von daher, ich glaube schon, dass sich in dem weiteren Verfahren auch noch was ändern lässt, auch wenn da viele Ziele drinstehen, kann man weiter daran arbeiten, dass das dass nicht alles Verlust, also dass einiges auch erhalten bleibt. Aber ja, ich glaube, dafür ist eine Bürgerinnenbewegung auch notwendig, und wenn sich die dann entwickelt, dann ist sie.